Sonne, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, schönen, ruhigen, entspannenden Folge Prison Architect mit dem Gangs DLC. Freut mich, dass du hier eingeschaltet hast. Hier liegt überall Schnee, die müssen aufräumen. Okay, wir sind gerade wieder im fettesten Schneesturm, ne? Wobei, da steht leicht, trotzdem finde ich das... Ich mag Schneestürme nicht, sagen wir es mal so, ja? Wir haben heute wieder ein bisschen was zu tun. Wir wollen zum einen mal jetzt hier zwei, drei Hundeführer einstellen. Das machen wir mal direkt, ja? So, wo ist der Hund? Hundeführer, hier. 1, 2, 3, 4. Einfach alle, kreuz und quer durcheinander, wie man sieht. Nicht nur eine bestimmte Rasse, sondern alle. Finde ich sehr, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt 4 Hundeführer. Denen können wir gleich Patrouillenrouten zuweisen hier. Dann können die mal auch nach Gängen schnüffeln und so weiter. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar von den Wasserspendern hier aufstellen. Das machen wir mal direkt. Weil die 3 Stück da auf der Ecke, das ist echt ein bisschen wenig, ne? Wir können vielleicht hier oben nochmal welche hinstellen, so 1, 2, dann kann man hier so 2 hinstellen, da kann man 2 hinstellen. Machen wir einfach mal ein paar mehr, ne? Guck mal, hier kann man welche hinstellen, runter, hier kann man welche hinstellen. Hier vorne müssen keine hin. Hier kann man vielleicht noch welche hinstellen, so, da kann man einen hinstellen. Und hier könnte man auch wunderbar so 2, 3 hinstellen. Okay, dieser Raum, was wird von einer Bande kontrolliert? Der ist für unsere Arbeit zu gefährlich. Vertreiben Sie die Bande aus dem Raum. Hier ist doch überhaupt kein, ich sehe kein Zeichen hier, kein Gangzeichen. Da fehlt was, das machen wir mal direkt weg. So, das haben wir, sehr gut. Und dann müssen wir heute wieder gucken. Ich würde gerne hier oben auf jeden Fall noch ein paar Pressen und so weiter reinbauen. Machen wir jetzt mal direkt die Hydraulikpressen hier. Geht auch nicht. Warum? Wird bestimmt auch wieder von der Bande kontrolliert, wetten wir. Überall sind Banden hier. Bandenkriege noch und nöcher. Okay, da müssen wir schauen. So, das heißt, die haben wir. Wir könnten jetzt mal direkt die Patrouille machen. Aber bevor wir die machen, lesen wir dann direkt mal den ersten Kommentar vor, ja? Der ist vom lieben Markus. Hallo Ede, bau noch Metalldetektoren beim Hofeingang. Und eine Frage habe ich. Hast du schon mal Zellen für Schutzhaft gebaut? Nein, habe ich noch nie gebaut, lieber Markus. Habe ich noch nie gebaut. Der Strafvollzugsausschuss verlegt problematische Häftlinge in andere Gefängnisse mit kompetenterer Führung. Ich vertraue darauf, dass sie diese neuen Häftlinge leicht handhaben werden. Häftlingsinspektionen werden jetzt wöchentlich durchgeführt. Okay. So, wir könnten ja jetzt auch Folgendes machen. Da die ja jetzt hier, ne, wir unseren Zuschuss haben, können wir einfach die hier abreißen. Abreißen, abreißen, abreißen. Dann ist das richtig offen und dann tun wir hier einfach die Metalldetektoren hin. Guck dir an, was da für ein Strom kommt. So, überall hin bitte. Da und da auch. Jetzt müssen die durch die Metalldetektoren, wenn die da rein wollen. Eigentlich ganz gut. Hier wird es natürlich immer sehr, sehr kalt. Warum zum Teufel hat hier wer hingemacht? Igitt. Igitt. So, und dann müssen wir mal gucken, was für Räume wir noch nicht haben hier. Wir haben jetzt die Kapelle. Was ist das hier? Eine Bücherei haben wir noch nicht. Die müssen wir auf jeden Fall bauen. Wir brauchen eine Leichenhalle. Sicherheit. Später. Einzelzellen, Einzelzellen, Verwahrungszelle, das ganze Gemüsezeug. Psychiaterbüro haben wir noch und das Basketballtraining. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. 10x10, 8x10. Half-Card where 6 prisoners will be training. Okay. Full-Card where 7. Ah, entweder oder. Guck hier, da ist es wieder. Psch, die Bande. Weg damit, direkt. So, und dann müssen wir gucken, wo können wir denn den Basketball? Der braucht 10x10. You must only zone the basketball court, not the surrounding tiled border. Okay. 10x10. Wie kriegen wir das denn hin? Können wir dafür eine Halle hier machen? Wir machen jetzt mal eine Halle hier, ja. Erstmal gucken, ob das passen würde. So, Objekte. Mach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Würde locker passen. Würde locker passen. Dann könnte man hier so die Wand machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt so. Das hier wäre 10 mal 10. Echt jetzt? Das sieht mir so klein aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir probieren es mal aus. Mehr wie schief gehen kann es ja nicht. So und so. Zup, hier rein. Ist ja fürs Training, ne? Schauen wir mal. Was wir das hier hinkriegen? Hey, überall. Wir müssen auch das mit dem Bandenausstieg schaffen.
So, da sind die Hunde. Währenddessen können wir, während die da bauen, können wir hier schon mal, ey, was ist denn hier los? Leute, die haben keinen Strom. Ist wieder Halligalli, ey. So, mach mal dran. Wunderbar. Was wollte ich jetzt? Genau, Logistik. Nein, wir wollten Informationen. Wir wollten einen Patrouille hier. Hundepatrouille wollten wir. Genau, so. Geht das nicht hier? Mach mal eine violette Patrouille. So, da kann ein Hund drauf. Bitteschön, dann haben wir den schon mal. Sehr gut. Hier müsste eigentlich auch eine Patrouille rein. Wo haben wir hier schon eine? Können wir noch eine violette machen? Auch wieder ein Hund drauf. Dass der hier mal die Tunnel riecht, weil ich glaube, das war doch der, der am besten die Tunnel riecht, ne? Oder? Ich meine, der war das. So, Hunde riechen gut Tunnel. Was ist hier wieder los? Hier ist wieder, was hat er vor? Sturch, furchtlos, furchtlos, geübter Kämpfer, Bandenmitglied, Dealer. Das sind ja fast so fette Typen wie bei uns immer, wenn wir Escape Mode spielen, ne? In Bearbeitung. Sie trauen sich wieder nur nicht hin. Die sitzen da rum, da ist der Hund. Hier unten läuft der andere Hund. Sehr gut. Wir brauchen hier einen Zugang auf jeden Fall. Objekte, nein. Türen brauchen wir. Das war eine ganz normale Doppeltür. Saloontür? Nein, hier eine Doppeltür. Machen wir so in die Mitte. Schauen wir mal, was die dazu sagen. Hier kann wieder der Boden hin. So, muss auch alles ordentlich aussehen, ne? Kann ja nicht aussehen wie Sau hier. Das geht nicht. Lampen haben wir hier unten. Ich hoffe doch. Wo sind sie? Da ist die Lampe. Da eine hin, da eine hin, da eine hin. Hier eine hin. Hier können wir noch keine hinmachen. Weil noch nicht gebaut. Wo bleibt die Türe? Freunde der Nacht. Mit dem anderen Zeug sind sie schnell, ne? Aber Türe? Nö, braucht man nicht. Türe wird überbewertet. Es geht ihnen aber im Moment echt gut, muss ich sagen. Es geht ihnen echt gut. Da ist die Pest Control wieder. Es geht ihnen echt gut. Ein Todesfall. Hier, natürlich. Wie immer sofort Feuer ist, ne? Es ist sofort Feuer. Okay, was sagt uns das? Lol, der hat ihm die Knarre geklaut. Alle rein hier. Los. Hep, hep. Die Kantine brennt. Kantinenbrand. Gefahr erkannt. Kantinenbrand. Er hat die Knarre hier. Ich glaube, es hackt. So, jetzt reicht's aber hier. Moment. Notdienste. Bereitschaftspolizist. Was? Na, gib mal her. Ich glaube, es hackt, ey. Ich glaube, es hackt. Was ist denn hier los? Lauter Tote. Unglaublich. So, Personal. Das heißt, wir müssen hier wieder auffüllen. 7 von 9. 2 Stück. Hier müssen wir auch ein paar mehr machen. So. Dass direkt aufgeräumt wird. Ich glaube, die können wir wieder nach Hause schicken. Hier fehlt der Boden. Zack. Die Frage. Reicht das? Oder ist das jetzt wieder kein Kantinenboden? Versorgung, da fehlt wieder ein Stück Strom. Nee, nee, nee. Diese Pfeifen. Diese Pfeifen, dass die immer direkt Feuer legen müssen, ey. Unglaublich. Unglaublich. So, leg mal was weiter. Leg mal was weiter. Und jetzt möchte ich mal gerne gucken, Basketballliga. Die hier, die passt ja so hier rein, ne? Was brauchen wir denn hier alles? So, Mindestgröße 16x10 steht hier jetzt. Da stand doch 10x10, oder habe ich Tomaten auf der Augen? 16x10, okay. Was heißt 10, ne? Warte, wir gucken nochmal, dann können wir direkt nochmal planen. Türenobjekte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das heißt, so bis hierhin müsste das Ganze dann. Was fehlt da sonst noch? Lass mal gucken. Center Circle, Basketball League, Basketball Court. Basketball Court, Left Side, Right Side, ne? Genau. Alles klar. Also muss das hier nur länger gemacht werden. Meine Güte. Der Ede wieder. Nur Tomaten auf Augen.
nur Tomaten auf Augen. Schlimm. Haben wir gar nicht wieder Platz, weil die wieder alle hier durch abhauen werden, weil sie als erstes natürlich wieder die Wand abreißen, dass sie rauslaufen können. Wir kennen das ja, ne? So. Das haben wir. Der ist dunkel, das ist in Ordnung. Ist hier auch schon wieder ein Bandenzeichen? Natürlich, was auch sonst. Kannst du echt immer nur nachts machen lassen. Weil dann Ruhe ist. So, das kann auch weg. Können wir dann vielleicht, wenn das sauber ist, direkt da noch ein paar Sachen hinstellen, dass wir mehr Kohle machen damit. 40.000 plus gerade, okay. Alles klar. Andere Einnahmen. 8.657. Mhm. Sauber, sauber. Dann machen wir gerade Pause hier. Dass wir die Sachen da hinstellen können. Dürfen wir immer noch nicht, okay. Sehr komisch. Die Paramedics, die können eigentlich auch mal nach Hause. Die brauchen wir nicht mehr. Kosten nur Geld. Tiss, tiss, tiss. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ey, können wir jetzt langsam mal hier noch die Sachen reinbauen? Nein. Dieser Raum wird von einer Bande kontrolliert. Stimmt doch gar nicht. Hier ist nichts mehr. Wollen nicht rum. Könnten ja aber eigentlich auch mal wieder Patrouille. Hier könnte auch noch ein Hund rein. So, wir müssen ja erstmal hier machen. Zip und zip. Und zip. So, noch ein Hund drauf. Bitteschön. Sollte eigentlich passen, oder haben sie den direkt um die Ecke gebracht? Haben wir nur noch zwei? Wir haben noch Vierer eingesetzt. Wir haben vier. Oh, setzen wir noch ein paar ein. Bitteschön. Ist er jetzt größer? Ist er. Das heißt, jetzt könnten wir die Basketballliga hier noch größer machen. Was? Aufstand? Wo? Okay, Moment. Notdienste. Rufen wir alle hier. Dann haben wir drei Stück. Wo ist der Aufstand? Wo? Freunde, wo? Rein hier. Todesfeld. Alter, was ist denn los hier? Bandenschlägerei, ich bin dabei. Alle drauf da. Arrest, Appell, was haben wir denn hier? Wachen rufen, freier Schusswaffen gebraucht. Alle Trakte. Kommt jetzt erstmal. So, wo sind sie? Hier oben. Tatsache, da oben. Ja, rein da. Der legt Feuer. Arschgeige. So. Komm her. Hallo. Wir brauchen euch. Hin hier. Was zum Teufel, ey. Ah, der Sprinkler ist angegangen. Tatsache. Sehr gut. So, weg. 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 Oh, Vorteil. Wir haben wieder Platz für Häftlinge. Guck mal, wie schnell wir hier Häftlinge kriegen, wenn immer zwei in einer Zelle sind, ne? Kriegen wir schnell Platz, das ist gut. Das ist sehr gut, wir brauchen nur irgendwo eine Leichenhalle. Wie viele Ärzte haben wir überhaupt noch? Ich sehe nur einen da. Drei, machen wir noch zwei. So, ich glaube, die sind ein bisschen überarbeitet, kann das sein? So, das heißt, wir brauchen jetzt hier Basketballzeug. Jetzt sagen wir mal, wo das ist hier. Stimmt, ganz unten irgendwo. Was ist das hier? Basketball locker, Basketball Bench. Nee, ich brauche ja den Boden hier, ne? Haben wir den hier irgendwo? Ich mache mal gerade was langsamer, ja? Ich habe diese Basketballliga noch nie gebaut. Müssen wir mal gucken, jetzt wie das geht. Landschaft und irgendwas. Tritsch, vielleicht haben wir ja hier. Basketball Bench locker. Er sagt jetzt, guck mal, fehlgeschlagen. Center Circle brauchen wir. Wir brauchen einen Left Side, Right Side. Das muss ja irgendwo sein hier. Das muss ja irgendwo sein. So, wo kann man das denn bauen? Wände? Nein. Böden. Ich schätze mal, das ist hier irgendein Boden. Aber jetzt sagen wir mal welcher. Felskante wird es sein, auf jeden Fall. Bambus, blumiges Feld. Haben wir denn hier irgendwas mit Basketball? Basketball-Laminat-Flur. Können wir mal machen. So, gucken wir, was da rauskommt. So, die Paramedics können weg. Die können wir ja schnell machen, damit es weitergeht hier. Da ist schon wieder eine Bande. Aufräumen, arbeiten. Lass mich raten, die Hunde sind schon wieder alle tot.
Nein, die machen, glaube ich, gerade Pause. Da rennen zwei rum. Hier ist eine Bande. Immer diese Banden. Ey. Immer diese Banden. Dann ist hier bestimmt auch schon wieder voll. Noch nicht. Okay. So. Wie sieht's aus? In Bearbeitung. Aufräumarbeiten. Aha. Ja, das ist jetzt natürlich echt, ne? Wie machen wir das, diesen Basketball-Circle da? Wir können erstmal hier, wie gesagt, den Boden machen, Basketball-Zeugs. Was hat er wieder? Kriegen wir wieder extra Lieferungen, siehst du? Wusste ich's doch. So. Also der Boden hat nichts damit zu tun. Das ist schon mal, was haben wir hier? Platzieren Sie nützliche Objekte in Ihrem Gefängnis. Jetzt die Frage, macht er den Boden hier von alleine? Also diesen Circle left, right und so weiter? Oder müssen wir das machen? Alle Pakete. Jetzt sagen wir mal, wo... Ja, ich habe keine Ahnung, wobei der Basketball war. Müssen wir gucken. Drachenkopf, Körper, schmeiß mich weg. Ochsenstatue? Nee, danke. Was ist denn hier alles? Wandelement, Ecke, Typ A, Holz. Okay, nein. If you set a ball to be skilled after a match, it will be... Können wir das hier reinpacken, einfach so? So, einer. Basketball-Bench. Setzen wir jetzt mal zwei hier hin. Gucken, ob das was bringt. Full-Court-League. Ah, Half-Court-Training. Scoreboard-Half-Court. Okay. Scoreboard-Full-Court. Na toll, wie sollen wir das denn hier machen? Wir brauchen ja den, Liegestütze, Steine, Knie heben, Klimmzugstange. Baumkahl. Was es nicht alles gibt hier, ey. Okay. So. Das Scoreboard. Full Court, das wird doch so rumgemacht, oder? Aber das ist viel zu groß. Aktenschrank. Kampfring gibt's auch. Den müssen wir auch noch bauen. Ein Ghetto Blaster, okay. Das ist jetzt natürlich wieder blöd, ne? Was sagt er mir hier? Center Circle, Basketball Court, Left Side. Scoreboard, Full Court League. Ja, dann der hier, oder was? So? Kann ich den irgendwie drehen? Nee, so rum wäre der, ne? Mal gucken, ob das was bringt, ja? Weil vom Platz her würde das niemals im Leben passen, wie man sieht, ne? So. Full Court League in Basketball League installieren in Warteschlange. Steuerung links klicken. Um hohe Priorität zuzuweisen. Rechtsklick zum Abbrechen. Okay. Nein, die werden schon kommen. Einfach mal ausprobieren. Aber wir sehen schon, wir brauchen viel größeren Raum, ne? Ich will jetzt nur gucken, ob der hier rauskommt. Ob der dazu zählt oder ob der wieder nicht zählt. Ob der nicht zählt. Ein Center brauchen wir auch noch. Ich glaube, den vollen Schusswaffengebrauch können wir wieder ausmachen. So. Ist ja Ruhe. Wo sind die jetzt alle? Ihr sollt hier mal arbeiten. Hallo. Da ist schon wieder. So, wir können ja mal gerade gucken. Logistik. Wo war es jetzt wieder? Personaleinsatz. Hier nur für Personal ist das hier alles. Ach, da dürfen sie sowieso nicht hin. Okay. Da kommt noch keiner hin. Hier unten, da dürfen sie überall hin. Das passt. Haben wir den Käse jetzt mal gebaut? So, okay. Inner Circle Left Side fehlt noch. Es hat also gezählt. Dann lass mal gucken. Objekte. Da. Wer war das hier? Full Court League. So, rumguck. Ist aber immer noch zu klein. So, mir reicht's jetzt. Wir machen jetzt Folgendes. Pass auf. Fundament bauen. Wir tun das jetzt nochmal erweitern. So. Einfach. So. Dann ist auch genug Platz, ja? Ich denke nicht, dass sich jemand bei dieser Kälte draußen aufhalten sollte. Wir müssen alle hereinholen. Es könnte sonst Tote geben. Ja, Pech gehabt. Pech gehabt. Wir lassen uns hier doch nicht verarschen. So, machen wir das nochmal größer. Dann können wir den hier nämlich nochmal abbauen und ordentlich in die Mitte setzen. Dann können wir drumherum auch hier die Bänke und was weiß ich setzen. Jemand ist draußen erfroren. Das ist eine Tragödie. Das hätte verhindert werden können. Was? Wieso zum Teufel brennt es hier? Wo brennt es? Warum? Was ist denn los hier ständig? Ja, dann kommt doch rein. Warum kommen die nicht rein, die Idioten? Wir können... Lol, hier brennt alles. Wer hat denn hier Feuer gelegt? Wer? Wieso brennen hier die ganzen Tannen und so?
Willst du mich verarschen? Legen die Feuer, damit sie nicht so kalt wird, oder was? Alter, was ist denn das für eine Folge hier? Alles fackelt. Die wollen mich verarschen. Da oben auch noch? Nein. Wer macht hier Feuer aus? Da drüben brennt's! What the? Warum? Ist da der Blitz eingeschlagen? Was ist denn los hier? Was zum Teufel? 24 Tote. Ich hoffe, wir haben gleich keine Leute mehr. Die können das Gefängnis alleine übernehmen. Aber das verstehe ich dann wieder nicht, weißt du? Guck mal, jetzt brennt's hier. Komm her. Ich glaube, wir holen nur einen zweiten Notdienst. Leute. Löschen, löschen, löschen. Und zwar schnell. Da hinten, das ist mir erstmal egal. Wichtig ist, dass hier nichts brennt. So, alles ausmachen. Ich glaube, die legen da Feuer, damit sie nicht erfrieren oder so. So kommt mir das vor. So, rüber da. Das muss gelöscht werden. Wie sieht's hier aus? Da haben wir eh keine Leute mehr für. Keine Ahnung, minus 22 Grad. Frag mich nicht, warum die alle, ne? Warum die alle weiter hier draußen stehen bleiben. Ist hier schon wieder Feuer? Ich glaube, das ist hier hinten, ne? Das, oder? So, Ruhe. Brennt's noch irgendwo? Nicht, dass ich wüsste. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. So. Der ganze Wald brennt ab hier. Ich frag mich, wie das passiert ist, ey. Wie konnte das passieren? Oder wie haben die das überhaupt hingekriegt? Was es hier nicht alles gibt, worauf du jetzt aufpassen musst, ne? Ist der Hammer. So, Hans Jonas schreibt, du kannst bei Regeln einstellen, dass jeder Typ einen Schlüssel bekommt. Das ist gut beim Bauen und so. Ja, aber dann haben die Gefangenen es auch einfacher, die Schlüssel zu klauen, ne? Würde ich mal behaupten. So, wird's wieder wärmer? Ich hoffe doch. Rück mal vor. Rück mal vor. So, wir müssen das hier ein bisschen eindämmen. Alter Falter. So, was haben wir denn jetzt überhaupt noch an, nicht Einsatz, sondern Personal. Was haben wir denn überhaupt noch? Wir haben noch 5 Arbeiter. So. Lava hatten wir jede Menge. Bitteschön, wir hatten noch jede Menge Polizisten. Und Bewaffnete sind auch schon wieder 2 weg. Das ist unglaublich, ey. Unglaublich. Hier hin. Genau, mach mal. Weg damit. Hier ist bestimmt wieder der ganze Strom weg. So, Versorgung. Stromkabel. Schon wieder ein Aufstand. Willst du mich veräppeln? Warum sind hier... Alter. Die sind keine Ahnung wo. Erstmal wieder freier Schusswaffen. Die ich immer doppelt und dreifach da draufklicken muss, ne? Ich glaube, das bleibt jetzt an. Es reicht. Hier wird immer rumgeballert, ob du willst oder nicht. Ist mir egal. So, kommt mal näher. Die sind den Müll am Einsammeln da. Das müsste doch langsam mal aus sein, das Feuer, oder? Was du, was zur Hölle? 50 Leute erfroren, alles abgebrannt hier. Guck dir die Schläuche an, alles wird blockiert. So, wir haben genug zu tun hier. Aber dann muss ich sagen, verstehe ich nicht. Warum rennen die weiter hier draußen rum und kommen nicht rein? Muss ich denen das wieder alleine sagen, von selbst sagen, ne? So, 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 machen wir alles weg hier. Oder ist immer noch am Brennen? Sollte doch Ruhe sein, oder? Da oben brennt es noch. Geht das von alleine aus? Da ist ja nichts mehr. Ich hoffe doch. Praktisch, die Bäume sind weg. Wir müssen uns da nicht mehr drum kümmern. So, die sind gemütlich da am Bauen, weißt du? Passt ja. Was hat der Arzt jetzt? Herzlichen Glückwunsch zur Bewältigung des Unglücks. Ja, genau. Da haben wir gar nichts getan. Wir haben sie einfach alle erfrieren lassen und so weiter. Eine Leichenhalle hätte was, ne? Wir kommen irgendwie nicht dazu, hier was Vernünftiges zu bauen. Komischerweise. So, die müssen erstmal hier hin. Was ist denn hier alles erfroren? Der Gärtner, der Arbeiter, 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 Arbeiter. Alle tot. Aber du siehst immer nur so, ah, die sind im Leichensack oder was? Also was mir recht ist jetzt, pass auf. So. Patrouille. Hier herrscht jetzt die totale Unterdrückung. Mir reicht's. Wachpatrouille.
Bewaffnete Patrouille, bitteschön. So. Und immer schön direkter Schusswaffengebrauch. Es reicht. Wir müssen unbedingt diesen dämlichen Raum hinkriegen, wo sie halt vom Gangling-Leben abschwören können, ne? Jo, hier ist Ruhe. Nein, kleine Reste glimmen noch. Feuer! Pust es aus. So, wie sieht's hier aus? Wir warten immer noch. Ah. Ich höre sie immer noch knistern. Wo? Kriegst du voll die Panik? Nicht, dass hier noch irgendwo was brennt. Hier schon wieder. Dein Ernst? Ruf sie. Ey, hier kommen jetzt überall. Kommen hier jetzt. Darf nicht wahr sein. Du musst echt überall Sprengler hinmachen. Okay. Hat aufgehört. Alles klar. Kannst wieder gehen. So, wollt ihr jetzt mal weitermachen hier? Die sind hier hinten am... Was? Was? Jetzt müssen wir erstmal aufräumen. Leichen pflasterten seinen Weg. Wie viele Tote haben wir? Locker 50, oder? Der Leibhuhn hat einen Daumen hoch dagelassen. Vielen lieben Dank, Leibhuhn. Dankeschön. Freue mich, dass es dir gefällt. So, und der Sascha schreibt, hallo Ede, kann es sein, dass der Hof ein überdachter Hof ist und nicht außerhalb ist? Wird wohl der Grund sein, wieso du einige Dinge nicht platzieren kannst. Nein, der ist offen nach oben. Ich kann aber auch falsch liegen. Schau doch bitte mal nach. Ich hatte den Fehler auch schon mal gemacht. Ansonsten suchte ich die Folgen auch und kann kaum die nächsten erwarten. Ich spiele parallel auch das Gangs-Mod. Macht riesigen Spaß. Ups, sehe, du hast das Problem gelöst. Jo, hab ich. Ja, also wie ich gerade merke, Sascha, oder wie du bestimmt auch schon gemerkt hast, hier ist echt die Hölle los. Dieses DLC, ich habe keine Ahnung, was das mit dem Spiel gemacht hat. Das ist der Hammer. Es ist der Hammer, was hier los ist. Na, guck, du hörst schon wieder. Du hörst schon wieder irgendwo Feuer hier. Und ich bin jetzt gnadenlos hier. Hier wird nur noch direkt geschossen. Guck, die ganze Gang hier, wir müssen die auflösen. Ich glaube, es hackt. Und dann steht da einer drin, weißt du? Einer. Schon geht's wieder los. Die kontrollieren den ganzen Flur hier, die Säcke, ne? Alter, Alter. Die wollen aufräumen, können aber nicht. Jeder, der hier vorbeikommt, irgendwie. Gefühlt. Ah, guck mal, jetzt hat er die Basketballliga da hingemacht, oder was? Court, left side, fehlt. Right side, left side. Genau, den hat er automatisch da dran gemacht. Okay, dann müssen wir hier die Basketballliga noch was größer machen. Das ist die hier, die machen wir jetzt so. Zack. Dann können wir den Court hier lassen. Bitteschön. Machen noch den richtigen Boden da rein. Und zwar hier Basketball-Laminat. Später kriegen die dann auch noch Lampen und alles, ne? Und dann könnten wir mal gucken, dass die da trainieren. So, das könnten wir eigentlich direkt hier reinpacken. Tot, 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 tot. Alles tot hier. Weißt du? Die Neuen kommen, die können erstmal über ihre toten Vorgänger latschen. So, wo waren jetzt die Programme? Hier. Bestimmt hier unten. Irgendwo da. 3 Stunden, 150. 2 Stunden. Mach mal. Dann sind die auch ausgelastet, hoffe ich. Terminplan. Wo ist der Basketball? Hier Hof allgemein. Was gibt's denn da? Atemtherapie. Aber dafür haben wir bestimmt wieder die Sachen nicht, ne? Basketball League. 3 Stunden Training. Gibt es keine Lehrer? Macht nichts, kriegen wir gleich. 2x3 Stunden. Ich bin immer in heller Aufregung hier. Ich muss immer gucken, wo es brennt. Feuer, Feuer, Feuer. Da liegt auch ein toter. Der Gärtner. Wieso liegt da ein toter Gärtner? Hä? Alter, das ist echt überall Tote. Überall Tote hier. Leute, räumt mal auf. Merkt ihr? Da brennt es. Der Sanitäter brennt. Da kommt keiner ran. So, ich wusste doch, ich habe das gehört. Zack. Lösch mal. So. Jetzt ist auch Ruhe. Alter, da liegt da eine Leiche am Weg, am Rand und ist die ganze Zeit am Brennen. Das ist ja Ibebe. So, wie viele haben wir? Wie viele haben sie schon wieder umgebracht? 50 haben wir noch. Okay. So, und jetzt gucken wir erstmal. Der Käfig. Fight Club Baum. Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt einen Fight Club. Weg damit. So. Ja, den machen wir so. Machen wir den was länger.
Was das hier schön reinpasst. Obwohl, das hier könnte ein Schulungsraum werden. Dann machen wir noch den zweiten Unterrichtsraum für die anderen. Dann können die mal die Toten hier wegräumen. Der Strom muss wieder gemacht werden. Also jetzt ist Chaos pur hier. Chaos pur. Ich sag ja, ich hasse den Winter. Der Schneesturm, wo die alle erfroren sind. Dann überall Feuer, weil es ihnen kalt war, ne? Aber da muss man gucken, wie holt man die rein? Weil sie laufen ja von alleine immer draußen rum, ne? Das ist ein bisschen doof. Aber langsam verschwinden wenigstens die Leichen. Okay. Okay, dann würde ich sagen, wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.